Die NEOS-Abgeordnete Karin Doppelbauer war die letzte Rednerin der Aktuellen Stunde, zu der ihre Partei das Thema vorgegeben hat, Steuern und Abgaben auf Arbeit senken, damit sich Menschen wieder etwas aufbauen können. Herr Finanzminister, war das Thema. Wirtschaft, Industrie und Energie zur Berichterstattung in den anderen. Karin Doppelbauer steht jetzt noch bei dem von ihr heftig kritisierten Finanzminister Magnus Brunner. Kampf gegen die Teuerung aufgeben. Die beiden können an und für sich recht gut miteinander. Als nächster Tagesordnungspunkt wird dann ein Volksbegehren behandelt. Seitdem es möglich ist, Volksbegehren per Internet, also digital zu unterschreiben, hat die Zahl der Volksbegehren sprunghaft zugenommen. Allein heute werden 10 Volksbegehren, also in dieser Woche werden 10 Volksbegehren behandelt, 7 in erster Lesung und 3 werden enderledigt. Jetzt gleich kommt dann das Kinderrechte-Volksbegehren. Das wurde von mehr als 170.000 Personen unterzeichnet. Die Betreiber haben 5 Forderungen an die Regierung. Die UNO-Kinderrechtskonvention soll in Österreich in den Verfassungsrang erhoben werden. Es soll eine staatliche Unterhaltsgarantie eingeführt werden. Das Kinderbetreuungsgeld muss erhöht werden und eine tägliche Turnstunde an Schulen zum Pflichtprogramm werden. Außerdem soll der Import von Produkten, die mit Kinderarbeit in Zusammenhang stehen oder von Kindern produziert wurden, verboten werden. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen und gehen in die Tagesordnung ein und kommen zum Tagesordnungspunkt 1, Bericht des Ausschusses für Familie und Jugend 1796 der Beilagen Kinderrechte Volksbegehren in 2061 der Begehren. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet und zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Kugler.